So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Freitag. Ja, das bedeutet, ich habe ja freitags frei und das bedeutet was? Richtig, wir werden einmal mehr streamen, dafür den Sonntag nicht. Ich erinnere mich nochmal kurz dran, ne, wie ich das geplant habe. Und wir werden heute einen wunderschönen Trans Am bauen. Und heute Abend spielen wir God of War. Ne? Folgendes. Ich zeig mal ganz kurz, was wir heute vorhaben. Wir bauen von Blue Bricks diesen schönen, ja, dieses amerikanische Sportcabriolet der 70er mit 1048 Teilen für knappe 40 Euro. Jeder, der das Modell sieht, weiß, es ist ein Trans Am und es ist ein ganz bestimmter Trans Am. Und zwar der, den Burt Reynolds gefahren hat in dem Film Ein ausgekochtes Schlitzohr, Smokey and the Bandit. Ein sensationell schöner Film, sensationell toll. Ich fand Burt Reynolds in den, ja, in seiner Zeit, 70er, 80er, das war einfach eine coole Socke. Das war eine absolut coole Socke. Oh, ihr seht schon, dass ich den Bauplan schon aufhabe. Gehen wir nochmal ganz kurz hier rüber. So, und ich hoffe, ihr seid mit einem wunderschönen Heißgetränk. Ich bin noch ein bisschen neben der Spur. Ich bin nämlich erst vor einer Stunde aufgestanden. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ein wunderschönes Heißgetränk habt ihr dabei. Ich natürlich auch. Ne? Prost. Heute mal ein Tee. Also die Gelegenheiten, wo ich Tee trinke innerhalb eines Jahres, die kann ich an einer Hand abzählen. Ne? Prost. Noch zu heiß. Zwar ist das ein, was ist das, Zitrone-Ingwer oder sowas. Ich mag sowas. Ich finde sowas einfach lecker. Ne? So, und ich hätte gesagt, wir fangen auch gleich an. Ich muss mal eben gucken, ob hier alles eingestellt ist. Moment. So, fantastisch. Das heißt, wir können auch losstarten. Ich gehe mal ganz Flottikowski hier rein. Start, weil ich bin ja vorbereitet. So. Und dann können wir auch direkt loslegen, werde ich gesagt, ne? Ich habe natürlich meinen hochwertigen Teiletrenner dabei. Der ist tatsächlich original von der Firma Lego. Die kriegt man nachgeworfen, die Dinger. Kauft sie euch, 2 Euro irgendwas, ne? Weil bei Blue Bricks Sets sind die nicht immer dabei. Es kommt drauf an, wenn es ein Blue Bricks Pro oder so ist, dann ist schon mal einer dabei. Aber bei den normalen Blue Bricks Sets sind die nicht dabei. Deswegen habe ich mir damals bei Amazon oder so für 2 Euro ein paar Dinger von denen hier gekauft und fertig. Ne, das geht ganz gut. Okay. Ich hoffe, ihr habt, oder ich hoffe, euer Freitag ist nicht allzu lange. Na, das wollen wir natürlich nicht. So. Ich persönlich finde es immer ganz cool, wenn ich hier den Bauplan mitzeige. Weil, ja, da könnt ihr das so ein bisschen verfolgen, was da passiert, ne? So, wie kommst du denn da drauf? So. So. Wie viel muss ich denn überstehen lassen? 2 Noppen, ne? So. Ich habe mich so lange auf das Set hier gefreut, weil es ganz, ganz lange vergriffen war. Ganz, ganz lange vergriffen. Aber umso mehr freue ich mich jetzt darauf, das bauen zu können. Und ihr denkt ja dran, am Sonntag, jetzt kommenden Sonntag, streame ich ja nicht. Ich habe den Sonntagsstream ja bei mir komplett aus dem Programm genommen. Und dafür bauen meine Frau und ich, aber ich bin trotzdem online, und meine Frau und ich bauen zusammen meinen zusätzlichen Streaming-PC. Und zwar auf ihrem Kanal Squashfili. Schaut einfach vorbei und damit ihr es nicht verpasst, einfach direkt den Folgenknopf drücken und dann kriegt ihr auch alles mit. So, meine Frau ist nämlich, was Social Media anbelangt, etwas, ja, ich nenne es mal nachlässig. Ne? Das ist nicht böse gemeint, sie hatte halt nicht so den Hang zu tatsächlich, also so mit Twitter und so, nur wenn ich sie dran erinnere. Nur wenn ich sie dran erinnere. Hoppla, jetzt bin ich zu weit gegangen. Da ist der nächste. Ja. So. Mal gespannt, wie das Auto so wird. Ja, und der Streaming-PC, der sollte dazu sein. Es gibt da bestimmt den einen oder anderen, der sich fragt, wozu denn noch ein Streaming-PC, ne? Deine Frau hat ja einen, ich habe selber einen, ich habe noch einen Gaming-PC hier stehen und jetzt kommt noch ein Streaming-PC. Ja, das soll sozusagen ein mobiles Gerät werden. Sagen wir es mal so. Das heißt, wenn ich mal unten am großen Tisch bauen möchte, da kann ich ja aktuell nicht streamen von, aber dann habe ich zum Beispiel den großen Kampfstern Galactica gehabt oder ich habe mal vor, den großen Flugzeugträger, die Nimitz von Blue Bricks zu bauen und das Ding hat halt 6000 Teile und das kriege ich hier halt nicht auf den Tisch. Und da muss ich eben gucken, wie ich es mache. Oder sollte ich mal wieder irgendwas in der Werkstatt machen, also sprich in meiner Garage,
Ne? Sei es zum Beispiel ein Ölwechsel beim Motorrad oder so, ne? Dann könnte ich das auch mitnehmen. Ne? Dann nehme ich euch einfach mit und dann können wir uns da noch ein bisschen nett unterhalten, während ich da am Schrauben bin. Und ich bin nicht so alleine. Ne? Und ja, das ist dann so der Plan. Und da freue ich mich ganz tierisch drauf. So. Und ich bin auch sehr interessiert daran. Meine Frau hat natürlich wochenlang hat die mit Konfigurationen jongliert. Links und rechts und oben rum und was auch immer. Ne? Und das große, die große Schwierigkeit ist halt, oder war halt, mit in Bezug auf Grafikkarte. Wir werden ein sensationell neues Verfahren werden wir ausprobieren. Wir werden ohne Grafikkarte werden wir das Ding bauen. Hat ganz einfach den Hintergrund, wir haben eine brandneue CPU von AMD drin, die eine integrierte Grafikeinheit hat und die reicht wohl vollkommen aus, um, ich sag mal, OBS und das Betriebssystem und so zu darzustellen. Das soll wohl vollkommen ausreichen. Genau. Und deswegen freue ich mich darauf. Mal was Neues, ne? Und was natürlich auch noch ganz klasse ist, wo ist jetzt die andere Plate? Ich habe noch eine Plate gehabt, da ist noch eine. Was auch noch eine ganz tolle Geschichte ist, das hat sie gestern Abend erst rausbekommen, das Mainboard, was wir haben. Wir verbauen einen Aorus B550 oder irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung. Da ist meine Frau fitter als ich tatsächlich. Was wollte ich sagen? Ach ja, Mainboard. Da müssen wir ein BIOS-Update machen. Und zwar bevor wir die CPU einsetzen. Sonst kann das Mainboard nicht mit der CPU spielen, weil die CPU so neu ist, dass die quasi in der Software von dem Mainboard noch gar nicht berücksichtigt wird. Das heißt, da würde uns dann nur Fehler angezeigt bekommen oder er würde gar nichts machen, weil er sie nicht erkennen kann, die CPU. Und da würden wir einfach hergehen und, Moment, wie muss ich das jetzt umdrehen? Warte mal nochmal zurück. Da machen wir das dann ganz einfach, indem wir sagen, bevor wir die CPU einsetzen, hier Dings rein, USB-Stick rein mit aktueller Firmware und los geht er. Bin ich auch mal gespannt, wie das so ist. Hab ich auch noch nie gemacht. Und ihr könnt es natürlich alles live bei meiner Frau auf dem Channel natürlich verfolgen. Und da freue ich mich drauf, wenn ihr zahlreich dabei seid, ne? Seid zahlreich dabei, unterstützt und meine Frau, die beantwortet natürlich auch technische Fragen. Ne? Also, schön vorbeikommen, das Know-how abgreifen, ne? Und so ein bisschen am Chat teilnehmen und das Ding läuft. Ne? Fände ich absolut spitze. So, was brauche ich denn jetzt hier noch Schönes? Dann habe ich mir auch, oder werde mir dann auch ein anderes Mikrofon, ein zusätzliches Mikrofon besorgen. Das heißt, fürs Baustreams wird das dann darüber geklappt werden und dann werde ich hier ein stationäres haben, damit ich hier nicht den Klotz vorm Gesicht habe, wenn ich hier am Bauen bin oder wenn ich das später dann von unten aus mache oder. Da gibt es ja, die Möglichkeiten sind ja endlos, sage ich euch. Endlos. Man weiß gar nicht, womit man zuerst anfangen soll. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen die Teile hier ausbreiten. Man muss ja immer gucken, wie groß ist so die Plattform. Man muss ja nicht nur die Teile unterkriegen, sondern man muss ja auch das fertige Modell irgendwo hinkriegen, ne? Das ist halt das Problem. Ich lerne es auch einfach nicht. Ich war gestern wieder ein bisschen länger auf. Ja, es war 12 Uhr. Ah, man muss ja das Wochenende entsprechend einläuten, ne? Und ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was brauche ich denn jetzt noch alles? Ich brauche jetzt mal so einen hier. Genau. Und da brauche ich sogar einen zweiten von. Da. Sind dann 1, 2, 3, 4, okay. 1, 2, 3, 4 und dann kommt der fünfte da drauf. Ich hoffe, ihr seid nicht mehr allzu lange heute unterwegs. Na, und könnt so wie ich jetzt auch irgendwann ins Wochenende starten. Ich habe morgen auch schon wieder volles Programm. Ich weiß ja nicht, was ihr so vorhabt. Ich werde morgen meinen Eltern aufs Dach steigen, wortwörtlich. Die haben auf einem holländischen Campingplatz haben die ein Mobilheim stehen. Das sind im Prinzip, wenn man so will, fest verbaute Wohnwagen, wenn man so will. Das kann man natürlich dann mit verschiedenen Anbauten, ne, Terrassen und was weiß ich nicht natürlich ausbauen. Und ja, da hatten sie in den letzten Wochen ab und zu mal Probleme, dass ein bisschen Regenwasser durchkam. Weil die natürlich obendrauf nur so Dachpappe haben, ne, erstmal. Und diese Dachpappe, die ist natürlich nicht das Wahre, ne, das ist ja, irgendwann suppt das durch, ne.
Und da haben sie dann gesagt, okay, dann haben sie sich so schöne Bleche besorgt, so Trapezbleche, wenn man so will. Und die werden dann da drauf getackert. Und da brauchen sie jemanden, der die dann hochhebt. Na? Und ja, da bin ich dann fleißig mit dabei. Morgen früh um, ich weiß nicht, so 10 Uhr oder so geht's los. Ist das überhaupt der richtige? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah ja, ist der richtige. Selbstverständlich ist das der richtige. So. Ja, das sieht doch hervorragend aus. Ja, hier wieder Bluebricks typisch. Wirklich jede Noppe über die ganze Länge anpressen, ne? Weil, ja, ihr wisst Bescheid. Sonst kriegt ihr zu viel Spannung ins System. Ich habe ja noch die Corvette Stingray hier noch stehen. Das wird auch ein tolles Teil. Das wird auch so grandios werden. Das machen wir vielleicht nächste Woche oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber wir haben ganz, ganz viel vor. So. Ich nehme mal einen Schluck Wasser, ne? Wenn man viel redet, muss man was trinken. Prost! Und direkt nochmal mein altbekanntes Leiden. Ich muss nochmal mein Näschen putzen. Das ist einfach so. Okay. Ein schönes Teil. So. Ich muss mich nur orientieren, wo ich welche Teile finde. Ich habe die nämlich gestern Abend schon mal rausgeholt aus den Tüten. Ich habe sie natürlich nicht sortiert. Ich habe sie einfach nur tütenweise ausgelegt und in der Hoffnung, dass ich vielleicht später nochmal oder heute Morgen nochmal auf die Idee komme, das zu sortieren. Macht man es natürlich nicht. Aber ist ja nicht schlimm. So viele Teile sind es ja nicht. Wie viel sind das? Über knapp 1000 Teile oder was, ne? Ja. Das geht ja. Das geht. Also ich sag mal, alles bis zu ja, 1500 Teile kriege ich hier ohne Probleme auf den Tisch. Alles, was darüber hinausgeht, dann nur tütenweise. Also wirklich so, wie Lego das herstellt. Schön nummerierte Tüten, Bauschritte, dann geht es auch. Aber alles andere, ja, nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Was ist das denn? Ist das Flat Silver oder ist das normales Silber, ne? Ja, nehmen wir den normalen Silber. Wo kommst du hin mit dem silbernen Knopf? Ach, das ist ja ein Konus. Wo ist er denn? Wo ist mein Konus? Das sieht nicht so aus, als wenn ich ihn hier finde. Brauche ich noch so einen hier? Genau. So, die Corner Plates. So. Also wie gesagt, bei mir ist das Wochenende etwas wieder gut gefüllt. Und ich hoffe, ihr könnt wenigstens ein bisschen entspannen. Ich tue zumindest mein Möglichstes dafür. Und wie gesagt, heute Abend ab 19 Uhr versuchen wir God of War fertig zu machen, weil ich habe ja den Sendeplatz am Mittwoch jetzt für Deathloop eingeplant, ne, womit wir ja letzten Mittwoch gestartet haben. Und ja, da ist manchmal echt ein wenig knapp alles. Weil noch mehr streamen, ganz ehrlich, es geht einfach nicht mehr. Irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht, wo die Kombination Berufsleben, Streaming und dann noch ein bisschen Privatleben, wo das einfach nicht mehr in der Waage ist. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Na? Das finde ich halt ein bisschen schade. Ich würde auch lieber mehr streamen und mehr mit euch hier abhängen, aber ja, da würde ich dann auch von meiner Frau irgendwann Ärger kriegen, zu Recht. Na? Weil ich natürlich auch gucken möchte, dass sie natürlich auch nicht zu kurz kommt. Ne? So. Also ich bin der Meinung, je mehr man streamt und aber auch parallel arbeitet, also ich rede jetzt nicht von den Vollzeitstreamern, das ist dann egal, weil das ist deren Job, so wie bei mir die SAP-Beratung ein Job ist, ne, das ist was ganz anderes, aber ich glaube, wenn man streamt und gleichzeitig Vollzeit arbeitet und das dann mit dem Streaming dann übertreibt,
also soziale Kontakte werden dann komplett eigentlich fallen gelassen. Es geht gar nicht anders. Ja? Also ich meine mal die nicht virtuellen Kontakte. Das geht, das funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Wie soll es funktionieren? Na, irgendwann muss man schlafen, irgendwann muss man essen, irgendwann muss man auch mal ums Eck gehen. Na? Und das ist dann schon wieder schwierig. Genauso schwierig, wie es gerade ist, hier dieses dusselige Teil zu finden, da ist es doch. So, dann brauche ich jetzt noch den Konus. Wie sieht der nochmal aus? Achso. Wenn ihr ihn seht, sagt bitte Bescheid, ja? Dann legen wir die Felgen hier auf Seite. Oh, die Felgen finde ich eigentlich ganz schön. Schön in diesem, was ist es, Teng oder was, ne? Es geht schon wieder los. Ich muss das mal ein bisschen niedriger machen. So, dann kann ich mich nämlich hier schön reinflätzen. Oh, falscher. Falsche Maus habe ich hier erwischt. Warte mal. Lass mal ganz kurz gucken. Nein, ich spoiler natürlich nicht. Wie kann ich mich denn bei einem Bauset spoilern? Das funktioniert ja nicht. So, wahrscheinlich ist dieses Teil auch nur einmal drin, weil ich wüsste nicht, wofür ich es sonst brauche, außer für die Gangschaltung. Weil das ist doch eindeutig eine Gangschaltung, die da gibt. Na gut, vielleicht finde ich es ja später noch. Ich setze ihn erstmal drauf. Das Teil, was ich draufsetzen kann. Vorausgesetzt, ich mache es auch richtig. So, den legen wir auf Seite. Da wissen wir ja, dass die hier sind. Und dann machen wir einfach weiter. Wenn wir ihn gleich finden, den Konus, dann kann man damit ja arbeiten. So, ich nehme mal zwischendurch einen Schluck Tee. Prost. So, frisch gestärkt. Großartig. Was haben wir denn da? Was brauchen wir denn da? Erstmal so einen hier. Wo kommst du hin, mein Freund? My friend? Ach, da kommst du. Hä? Oh, da. Da kommst du nah. Und dann finde ich natürlich diese kleinen Dinger natürlich alle nicht. Ah, da sind die. Meistens liegen ja die, die Teile doch schon so einigermaßen beieinander, weil sie vielleicht gleich verpackt sind, ne? Zumindest in der gleichen Region meistens. Vielleicht. Oder täusche ich mich? Ich glaube nicht. So, du kommst dahin. So, was haben wir da noch? Zwei. Langärmlich ist blöd bei Bausteinen tatsächlich. Da muss man echt aufpassen. Das ist eine Jumperplate, da ist noch eine. Ich muss noch mal wieder ein schönes Horrorspiel spielen, ist mir eingefallen. Unbedingt. Da ist noch einer. Da brauche ich 8 Stück tatsächlich von. Ja, Heidewitzka. Bäh. Fliegt mir alles durch die Gegend. So, jetzt brauche ich noch die großen. Ah, da ist noch einer. Den sehe ich doch schon. Perfekt. So, du. Ja, ich muss sagen, die Teile, die haben so ein paar oberflächliche Kratzer, sind ein bisschen matt ab und zu.
Aber finde ich jetzt nicht weiter dramatisch. Wie gesagt, wir sprechen hier von einem 40-Euro-Set. Wenn es denn gut verarbeitet ist, dann kann man auch schon mal über das ein oder andere hinwegsehen. Man muss auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich freue mich einfach nur drauf, dass ich es zusammenstecken darf und nachher im Regal sieht es gut aus, ne? Gibt ja Leute, die würden dann schon wieder, Mann, ne? Kratzer drauf, Scheiße. Nein. Alles okay. Alles in Ordnung. Einfach ein bisschen locker machen und dann geht das schon. So. Guck mal, da haben wir auch unsere kleinen Klammern. Unsere Plate Modified. So, nehmen wir den auch noch mit. So, und dann brauche ich jetzt noch. Was brauche ich denn jetzt noch? Ach, jetzt brauche ich nur noch die hier, ne? Okay. Dann suchen wir nochmal. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich finde die bisher beste Farbe zum Verbauen, also die angenehmste Farbe zum Verbauen, war tatsächlich das Grau von dem Kampfstern Galactica, von dem großen Mutterschiff von Blue Bricks. Ich weiß nicht, es war einfach angenehm da zu suchen, ne? Hier bei den Schwarzteilen, die auch noch zu großteils reflektieren, hat man, ja, ich weiß nicht, das finde ich teilweise ein bisschen anstrengend zu suchen tatsächlich. Aber es geht ja. Ja, die müssen ja hier irgendwo sein. Da sind sie ausgepackt, dann werden sie da auch irgendwo liegen. So, einen brauche ich noch. Aber da sieht diesen depperten Konus. Da ist er. Da ist der Konus. Ah, das ist Flat Silver. Dann nehme ich auch so ein Flat Silver da drauf. So. Perfekt. Na? Da. Gut. Nächste Woche kommt ja Kena, Bridge of Spirits, bei mir. Kommt rein. Da freue ich mich auch drauf. Das ist so ein schönes Spiel, so wie es aussieht. Mal gucken, wie der Spielspaß ist. Aber rein von der Grafik her, von der Optik her, genau mein Ding. Das letzte Teil findet man nie, ne? Ist tatsächlich so, ne? Da habe ich ihn. So, jetzt sind wir wieder auf Stand, würde ich sagen, ne? Das schreit ja geradezu nach einem Schluck Tee. Aus meiner schönen Tasse. Ne? Prost. Zitrone, Ingwer, Lemon-Ingwer, sehr lecker. Brennt dann so ein bisschen hier im Hals, das mag ich ja. Das ist eine Jumper-Plate, da ist eine normale. Ja, wie geht das jetzt? Ach, da gehörst du drauf. Und du gehörst hier hin. Wir lassen uns heute aber auch nicht hetzen, ne? Wochenende steht vor der Tür. Ich möchte ja auch bei euch nicht für Unruhe sorgen. Solltet ihr auf Arbeit sein? Oder doch schon zu Hause oder immer noch zu Hause oder nachher auf Arbeit oder kommt wieder, dann will ich euch ja jetzt hier nicht stressen. Also heißt das, genau, wir machen es ganz entspannt hier. So. So, 1, 2, 3, 4, das haben wir alles und wir machen den nächsten. Ah, ich muss mal gucken, dass ich nicht zu weit scrolle. Das mag der dann nicht. Du kommst da drauf. Ah, ich brauche jetzt diese Bricks. Wo sind die? Diese Brick Modified. Wo sind die? Oder doppelte Baurichtungsumkehrer. Oder wie man die Dinger auch schimpft. Ich bin da nicht so... ich bin zwar im Thema, aber nicht Perfektionist. Für mich sind das ja auch Nupsis und keine Noppen. So.
Wo haben wir es denn? Da. Das ist so einer. Das heißt, der kommt wohin? Der kommt hier drauf. So. Aber der wird dann eher... Nee, der wird anders draufgesetzt. Sekunde. Setzen wir ihn so da drauf. Genau, auf die Schaltmanschette. So, und du kommst... du kommst so da drauf. Genau. Und dann brauche ich einen Dreier. Eine Dreierfliese. So. Okay. Das sitzt doch hervorragend. Ja, er kriegt jetzt auch wieder schön Stabilität. Das ist wirklich bei Blue Bricks so eine kleine Eigenart. Da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr Plates auf Plates legt, also schichtet, so wie das hier. Moment, ich zeig's mal. Hier so doppelt, ne? Wenn ihr die hier so doppelt legt, ne? Dann müsst ihr aufpassen, dass das auch gerade ist, ne? Die verziehen sich schon mal ganz gerne. Gerade über so eine größere Länge. Das ist nicht weiter dramatisch. Hinterher passt es schon, aber ihr solltet da schon gucken, dass auch alle Noppen vernünftig sitzen, weil wenn ihr später erst feststellt, dass es daher rührt, dass irgendeine Noppe nicht richtig sitzt und dann ruppt ihr es wieder auseinander, ihr beißt euch in den Hintern. Na, so, sitzt der gut? Er sitzt gut. Perfekt. So, 12. Was haben wir denn da? Wir brauchen 2 davon. Ach, fangen wir damit an. Wir machen es nach der Reihe. Komm, wir machen es nach der Reihe. Andersrum. So, da drauf. Zack. Dann überlappt das. Dann machen wir 2 davon von diesen runden Elementen. So. Ich habe ja gestern mal, spaßeshalber, bei Autoscout oder wo, habe ich mal geguckt, was dieses Auto aktuell kostet. Das geht sogar. Das geht sogar, wenn man ihn bekommt. In der Bandit-Lackierung, ne, in der Bandit Edition, Pontiac Trans Am, ne? Liegt man so bei, was sind das? Ich glaube 60.000 oder so. Für einen Oldtimer mit H-Kennzeichen in gut erhaltenem Zustand ist das nicht schlecht. Vor allen Dingen für ein Kultobjekt. Das ist genauso, wenn ihr einen DeLorean versucht zu bekommen, ne? Ihr bekommt ihn. Aber dementsprechend, was für einen Aufbauzustand der natürlich hat, ne? Dann ist der schon wirklich, da geht das richtig ins Geld. Nur deswegen, weil der Wagen halt in diesem Film halt mitgespielt hat, ne? Ist ja wie beim Knight Rider. Ist ja wie beim Knight Rider. Den kriegt man auch. Aber zahlt den mal. Bezahlt das mal. Oder ihr seid handwerklich so fit, dass ihr es selber machen könnt. Aber dann müsst ihr ja trotzdem das Zeug erstmal kaufen, ne? Da werden ja dann fürs Armaturenbrett zum Beispiel von dem Knight Rider wird natürlich dann auch aus GFK so diese Sachen werden angefertigt, ne? Oder auch vorne die Stoßstange und so. Die ist nicht Serie. Die kriegt ihr so nicht. Die müsst ihr anfertigen lassen. Gut, das Lenkrad, brauchen wir nicht drüber reden. Straßenzulassung bekommt ihr damit sowieso nicht. Das heißt, ihr müsst noch das normale Lenkrad dran lassen. Und nur zu Showzwecken könnt ihr quasi das normale Lenkrad abmachen, das neue drauf, ne? Oh. Ich habe einen Fehlteil. Ich sehe gerade einen Fehldruck. Obwohl, man könnte ihn noch verbauen. Und zwar, ich zeig's mal. Da seht ihr das? Da ist an der Seite der Guss nicht richtig gekommen, da. Genau, sieht so ein bisschen aus wie ein Aschenbecher, ne? Ja. Ja, wir gucken mal, ob das passt. Wenn es passt, egal. Wenn nicht, ich werde irgendwo noch so einen schwarzen 1x1 Plate, werde ich noch rumfliegen haben. Das ist ja das Schöne. Die ganzen Klemmbausteinhersteller, die sind ja quasi zu 100% kompatibel. Das bedeutet, auch ein Marktführer wie Lego passt auf dieses Set drauf. Das heißt, wenn ihr ein ähnliches Teil sucht, fertig. Ich hatte jetzt auch beim Kampfstern, beim großen Mutterschiff von Blue Bricks, der sitzt auf so einem Sockel. Das sind alles so Bricks, Trans Clear. Also alle durchsichtig, ne? Und oben fehlte tatsächlich einer.
kann auch sein, dass ich ihn weggeschmissen habe aus Versehen, weil ich ihn nicht in der Tüte gefunden habe oder nicht rausgeholt habe oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Es ist weg. Und dann habe ich mir einfach irgendeinen anderen Stein genommen, den ich noch über hatte und habe den da reingedrückt und fertig. Dann passte das. Sieht sowieso keiner. Wenn das Mutterschiff da drauf ist, sieht das sowieso kein Mensch. Dann habe ich das nämlich so gebaut, dass der oben fehlt. Ganz oben aber am Sockel fehlt. Dafür werde ich die Jungs und Mädels von Blue Bricks nicht belästigen. Wegen so einer Lappalie. Okay, setzen wir erstmal den hier. Wo gehörst du hin, mein Freund? Da. So, jetzt brauchen wir noch so einen. Perfetto. So, nehmen wir direkt den nächsten. So, zweimal die. Habe ich doch hier oben liegen gehabt, ne? Jo. Jo, Hammer. Du kommst dahin. Dann hier. Du hast hier was. Vierer Plate, 2x4, da. So. Ja, das ist der richtige. Und den. Oh, jetzt kommen schon die Technik-Bricks. Da wird dann jetzt schon so etwas, was heißt so etwas, da wird definitiv werden hier jetzt schon Radaufnahmen oder sowas gebaut. Okay. Na komm, geh da rein. Warum gehst du nicht da rein? Warum willst du nicht? Fieser Hubert. Oh, ernsthaft? Nehmen wir andere Löcher. Jetzt geht's. Zack. So. Ah, diese Achsen habe ich hier gehabt, genau. Dann brauche ich aber noch so einen, genau so einen. Der kommt genau da durch. Zack. Genau, aber die Achsen versenken sich hier. Na, die sind völlig plan weg. Da. Super. Okay, dann brauche ich jetzt so eine Platte hier. Die wird da aufgeschoben. So. Und einen Achsstopper. Die haben wir doch auch hier. Genau. Damit die sich nämlich nicht verkrümeln. Die haben schon eine gute Passgenauigkeit. Für meine Grobmotorik können die ja nichts. Boah. Da brauchst du gar keinen Achsstopper für. So.
Und kleiner Tipp noch am Rande. Lasst euch immer ein bisschen Fingernägel stehen, wenn ihr Bausteine baut. Dann kommt ihr da noch ein bisschen besser wieder dran, wenn ihr die lösen müsst. So, nehmen wir den. Jetzt brauche ich wieder so eine Halterung hier. Den habe ich schon mal, dann brauche ich jetzt nur diesen. Da ist die Achse. Die Achse sieht man ja in dem Schwarzen. Okay, Wo ist er? Jetzt hat man schon so wenig Teile auf dem Tisch und sucht immer noch. Naja. Aber es gehört mit dazu. Na komm. Zack. Oha. Wenn man dann abrutscht, ne? Das ist dann schon nicht angenehm. So. Brauche ich auch wieder so einen Stein drin? So ein Brick mit einem Loch in der Mitte. Einmal zwei. Da ist er auch. Da ist er. So. Wieder da durch. So, dann brauchen wir wieder diese Scheibe. So. Und den Axtstopper. So, sitzt. Okay, wir haben damit keine Lenkung, aber ist ja egal. Es ist ja ein reines Display-Auto. Das heißt, hinstellen und genießen und sich dran freuen. So. Ne? Haben wir da jetzt schon die Radaufhängung ausgezeichnet. Ah, mach es mir mal gemütlich hier, ne? So. Und heute Nachmittag habe ich mein Programm, weil ich ja morgen unterwegs bin, habe ich für heute Nachmittag mein Programm auch schon voll. Ich darf nämlich da meinen Hausputz von Samstag auf Freitag nämlich vorziehen. Dann ist das nämlich auch erledigt. Ja, beim Hausputz ist es wie mit so vielen Sachen, man darf es nicht schleifen lassen. Ne? Weil sonst hat man da wirklich keinen Bock mehr drauf, weil sich zu viel angehäuft hat. Die Woche habe ich schon Wäsche gemacht. Das ist auch erledigt gewesen. Aber das halte ich echt entspannt, weil wir haben hier oben so einen großen... Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das aus Rattern? Diese großen Wäschesammler, kennt ihr die? Wo man also die Schmutzwäsche reinwirft. Ja, wenn das voll ist, dann mache ich mal wieder eine Maschine. Und dann ist gut. So. Die haben wir schon mal, das muss ich zweimal bauen. Oh, das ist ein cooles Lied, oder? Ich mag das. Da, 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 da. So, wo ist denn der? Ich brauche noch einen Dreier Brick. Na, da ist er doch. Und jetzt brauche ich noch diese Radaufnahme. Ey, krass, so viele Teile sind es nicht und trotzdem sucht man. Da ist er doch. Da-da. Erstmal kurz weg hier. So.
Boah. Geh rein da. So, ist gut. So, jetzt brauche ich noch einen Axtstopper. Such den Axtstopper. Da ist er doch. Gut, dann hätten wir die fertig. Dann kommen die hinten dran. So. Da. So. Trinken wir nochmal ein Schlückchen. Prost! Ich bin einer, ich lasse den Teebeutel immer drin. Ich finde das immer so albern, wenn die Leute dann sagen, ja, nach 3 Minuten muss der Teebeutel raus oder nach 4 Minuten muss der raus. Ich lasse ihn drin, ist doch egal. Ist doch völlig Schnubbe. Was sind das? Dreier. Dreierfliesen. Ihr kennt ja meine Meinung dazu. Ich bin auch ein Riesenfreund davon, wenn man ab und zu mal was mit den Händen herstellt. Und sei es nur, dass man im Garten Holz hackt oder sowas. Irgendwas mit den Händen machen ist sehr, sehr wichtig. So für die ganze Motorik. Immer. Ich hab's gemerkt, dass ich das allererste Set hier, den Iron Man Helm, ich weiß nicht, ob man den sieht, warte mal. Ja, man sieht ihn hier. Wie kann man es zeigen? Da. Da steht er. Als ich den gemacht habe, habe ich schon gemerkt, das war mein erstes Lego-Set nach 30 Jahren. Also man hat's gemerkt, dass die Motorik und die, der ganze Bewegungsapparat in der Richtung nicht gewohnt ist mehr. Und du hast gemerkt, wie anstrengend das war, weil sich dann tatsächlich anscheinend neue Synapsen, Verknüpfungen, irgendwas Gedöns erstellt haben. Das finde ich schon recht abenteuerlich. Also immer was mit den Händen machen. Wo ist denn der zweite? Da ist er doch. Ich hab ihn. Und wenn es nur mal ein Puzzle ist, ich weiß, die Leute lachen, hör, Puzzle. Ja, ja, mach mal ein Puzzle. Da wird man ganz schnell merken, So, jetzt brauche ich 4 von den Dingern. Schade, ich dachte, ich könnte mal eben den kaputten dann verarbeiten. Ist egal. So, die müssen natürlich auch schön plan anliegen, also an den Oberflächen, damit die nicht wie bei Laminat, damit die keine Schatten werfen an den Fugen. So, passt. Sehr gut. So, jetzt brauche ich 2 einzelne Steinchen. Einmal 2 normal, da haben wir doch schon mal einen. Boah, ich habe heute Morgen gefroren. Momentan ist nachts immer so kalt. Ihr wisst ja, nachts ist kälter als draußen, ne? Und über den Berg ist weiter als zu Fuß. Und jetzt wird es hier gerade warm in der Bude. Und durch die Rechnerbeleuchtung etc. Und dann ist natürlich wieder meine Nase dabei. Ganz vorne mit dabei. So. Na, dann kommen jetzt die. Die habe ich doch vorhin schon gesehen. Da haben wir einen.
Da ist der zweite. Nee. Nee. Du gehörst da. Boah, du gehörst da nicht hin, mein Freund. So, dann brauche ich jetzt noch eine. Warum rollt denn der Sitz weg hier? Den brauche ich. Oh, wir müssen unbedingt noch den Rufus weiterspielen, ne? Im dritten Teil von Deponia. So, da machen wir zwei davon. Die habe ich doch vorhin schon gesehen. Diese Hufeisen, die habe ich schon gesehen. Da ist er doch. Da sind sie. Jutti. Ah, ich mag solche Musik. Hat so 70er-Style. So, den brauche ich. Wen denn noch? Den hier. So. Na, ich wusste es doch. Das hält doch. Zunächst nicht. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber wenn es hinterher verbaut ist, dann hält das meistens. Ah, wir bauen jetzt Sitze. Okay, das heißt, das legen wir mal kurz auf Seite. Ah. Wo sind die Plates? So. Kommt der nämlich da drauf. Die habe ich auch schon gesehen. Na klar habe ich die schon gesehen. Bin ja nie blind hier auf dem Tisch. Okay. Ah, jetzt brauche ich 8 Stück davon. Okay. Sind das die normalen, ne? Die einfachen. Okay. Vier. Fünf. Ja. Sechs. Okay. Wo haben wir es denn? Kennt ihr das, wenn ihr den auf einmal das Gefühl habt, ihr guckt panisch über die Steine, weil ihr meint, die fehlen? So geht es mir, glaube ich, bei gefühlt jedem zweiten Stein. Da, das ist er nicht. Das auch nicht. Ah, da hat sich einer versteckt. Komm raus, wo immer du steckst. Doch nicht. Wo ist das Ding? Wann ich brauche noch 2 Stück davon. Hm.
Da ist noch einer. Ne, einen brauche ich nur. Sorry, einen. Ah, jetzt brauche ich die anderen. Ne, das sind Runde. Ich brauche die Runden und nicht die Eckigen. So. Die hier. So. Haben wir jetzt den Schwung raus? Ich hoffe doch. Ab einem gewissen Punkt, da geht es. Da geht's echt flott. Da hat man einen guten Lauf, ne? So, gehen wir einen weiter. Da sind die anderen. Gut. Okay. Was ist das? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay. Wie muss das denn so? Ah, 3. 3 Stück. So, und dann kommt dann noch ein 2x2 dazwischen. Da haben wir doch einen. Kommt das da drauf. Na, so haben wir schon mal ein bisschen was von der Sitzbank. Brauche ich diese 2x2 Modified mit dem Loch in der, mit dem Loch drin? Wo ist ich denn? Wo bist du? Fieser Typ. Haben wir einen? Aber noch einen, ne? Der braucht seinen Kumpel. Jeder braucht seinen Kumpel. Seinen Saufkumpan sozusagen. Okay. Da haben wir ihn. So. Hier von 2. So. Und du kommst dahin. So. Das sitzt. Perfekt. Jetzt brauchen wir 2 einzelne. Wo kommt ihr denn hin? Da. So. Und dann diese Runden. Round Plate. 2x2 Round.
Problem ist, mit langen Armen reißt du hier das Zeug runter. Da ist zum Beispiel einer. So. Da ist auch einer. Nee, so geht das nicht. So. Nochmal einen Schluck trinken. Prost. Auch wieder Runde, ne? Okay, abgerundete. Ja, das sind die hier. Okay. Haben wir nochmal vier von den Runden? Okay. Machen wir es so. Eins. Zwei. Na komm. Geh rein. So. Und vier. So. Die. Entschuldigung. So, dann hätten wir. Guck mal, sieht doch genauso aus, ne? Perfekt. So, und du kommst jetzt wo rein? Genau da. Da musst du drauf. So. Die Rücksitzbank. Fertig. Ah, jetzt machen wir. Zwei Sitze müssen wir jetzt machen, okay. Ja, das sollten wir hinkriegen. Sollen wir direkt parallel bauen? Komm, wir bauen sie direkt parallel, ne? Wir machen direkt immer eine Seite direkt parallel. Das war der erste. Machen wir es direkt. Machen wir direkt zusammen. Müssen wir nämlich nicht zurückblättern. Du bist Bescheid. So. Genau. Na, 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 na. Wie brauche ich denn dafür? Vier Stück, ne?
Komm, wir bringen sie schon mal an. So. So, brauchen wir jetzt 4 von den einzelnen. Gut, 4 davon, 1. Vier, so. So. Also ein entspannter Morgen, oder? Ich finde wohl, ganz entspannt. So, dahin. Boah, geh rein da. Na, sitzt du wohl richtig? So, was kommt jetzt? Ah, jetzt wird schon abgedeckt, okay. Ich mag das, dieses Klickgeräusch, wenn die Steine richtig einrasten. Das ist einfach toll. Dann weißt du, hier hast du was geschafft. So. 1, 2 davon und die entsprechenden 4 Stück von diesen Dingern. So. So. So, haben wir den auch fest. Okay. 1, 2, 3, 4. Also diese 2x3 Plate, die wird in dem Set sehr oft verwendet. Da sind ja manchmal so Steine dabei, ne, wo du dir denkst an dem Set, oh, da ist aber, da haben sie aber voll reingelangt, ne? So, jetzt brauche ich wieder die mit dem Loch in der Mitte. Das ist 1. Und wo ist der 2? Den können wir schon mal anbringen hier.
das schreiben wir nach einem Schluck Tee. Wenn ich einen Teil nicht finde, Schluck Tee. Prost. So, wo ist es denn? Ah, wo ist denn dieses schöne kleine Teilchen? Wo versteckst du dich, mein Freund? Du willst doch einfach nur nicht dahin, wo du hingehörst, ha? Und wenn sich nachher herausstellt, dass es an der Stelle liegt, wo ich schon 20.000 Mal geguckt habe... Gibt's doch nicht. Wo ist das? Die können wir schon mal dran machen hier. Die gehören nämlich dabei. Hab ich nämlich gerade schon gesehen. Die nehme ich dann direkt mit. Denn hier draußen für einen Krach? Ja. Fehlt das Teil etwa? Wenn ihr es seht, sagt ihr Bescheid, ja? Jetzt habe ich es. Guck mal, kaum fordere ich Hilfe an, dann funktioniert es. Perfekt. So. Ah, so wird das gebaut. Okay. Da brauche ich jetzt aber freie Hände für. Was sind das? Dreierplates? Dreierplates. So, lass mal sehen. Der kommt quasi so. Der kommt so quer da drauf. Dann kommt der so. Sag mal, was machen die da draußen für einen Krach? Ah, Flugzeug. Ein Flugzeug! So. Und du wirst dann...
so drauf gesetzt. Okay. Okay, jetzt haben wir's. So, du kommst da. Der da drauf. Dann so. Und so. Okay. Jetzt brauche ich hier Fliesen. Weil man sitzt ja in Autos nirgendwo drauf so bequem wie auf Fliesen. Das ist einfach so. Gut, jetzt werden sie noch abgedeckt. So, das wäre der erste Sitz. So, und der zweite. Und die kommen jetzt da rein. Warte mal, wie muss das denn hin? So, ne? So? Nee. So, oder? Nee, noch ein Stück zurück. Nee. So weit hinten. Dann müssen wir dann nach vorne. Da gehört er hin. Ja, genau. So. Schön die Liegesitze. Okay. Man sieht jetzt, glaube ich, schon ganz genau, was es werden wird. Ein Auto. Mhm. So, wo gehört ihr hin? Da. Da ist er. Gut. Und ich brauche jetzt noch so einen Stein, so einen Slope. So ein 2x2.
So langsam werden die Steine schon weniger. So, okay. Oh je, was kommt denn jetzt? Brauche ich das hier? Ist ein Sechser, ne? Ja. Zwei von den Runden. Wo finde ich die? Eins. Zwei. Und die Formteile vorne. Die etwas größeren, wo sind die? Die hier, ne? Ja. Und das Gegenstück. Das ist es nicht. Okay. Das kann ich noch gar nicht zusammenbauen, aber ich kann die schon mal setzen. Ja? Das ist ein 2, der hier, da gehört er hin. So. Da. Gut, und dann brauche ich jetzt immer noch das große Formteil. Fangen wir mit dem hier an. Da ist er. So, jetzt kommt der da drauf. So. Und jetzt hätten wir hier. Okay. Hoppala. Dann sind sie umgeklappt. Gut, passt soweit. Was haben wir jetzt? Zweimal davon. Die haben wir hier. Ich brauche andere. Ich brauche die hier. Es gibt ja unterschiedliche, ne? Unterschiedliche Baurichtungsumkehrer. Ich zeig's dir mal. Ich glaube, da sieht man ganz gut den Unterschied. Ja. Der eine hat noch so einen Sockel drunter. So, kommst du da hin? Natürlich ruppe ich den ganzen Kram schon wieder ab hier. Mann. So. Da sehe ich ihn doch schon. Oh.
geh schon auf. So. Gut. Ne, ich brauche eine, die zwei an jeder Stelle rüber guckt. Okay, dann nehmen wir die. Ja. So. Okay. Fest. Zwei, vier, sechs, acht Stück. Da brauche ich drei Stück von. So. So, dann wird das hier noch weiter unterstützt. Das passt. Sehr gut. Die habe ich doch gerade schon gesehen hier, genau. So. Okay. Jetzt, jetzt brauchen wir Technikachsen, Pins. So. Welche brauchen wir denn? Wir brauchen davon zwei. Okay, gut, dann mit den da dran. Okay, das müssen wir jetzt einmal hier auffädeln. So, der kommt hier drauf. Oh. Wie soll man den denn da reinkriegen? Aus diesem Winkel hier. Vor allem, man sieht es nicht. Das haben sie doof gemacht. Da ruppe ich doch das Ding hier mal wieder runter, ne? Das kriegt man ja gar nicht reingefummelt hier. So. So ist doch viel einfacher. Warum macht man das denn nicht vorher? So. Ja, ja. Du bleibst da. Na komm. So. Warte mal. Ah, natürlich passt das nicht.
Natürlich falsch gemacht, ist ja klar. Ich bin ja ein Dösbaddel. Oh Mann, bleib da. So. So. Jetzt sitzt er. Drücken wir so noch vernünftig fest. Gut. Gut, 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 gut. Das haben wir drin. Jetzt kommen hier nämlich die Endtöpfe drauf. So, damit haben wir unsere Endtöpfe. So. Okay. Ah, ich muss noch mehr machen. So, okay. Wie kommst du dran? Du kommst so dran. Okay. So, dann zwei normale, einmal eins Bricks. Schon lange nicht mehr gesetzt. So. Zum Wohl. Okay. Eins, zwei. Aber warum setzt man solche Steine nicht schon früher? Naja. So, passt. Passt.
Okay, dann kommst du nochmal da drauf. So. So. Ich glaube wohl, ne? Ja, genau so muss es. Okay. Und dann brauche ich eine etwas längere Plate, die da genau reinpasst. Genau. Gut. Ah, ich verstehe. Ja, dann eigentlich so passen, ne? Ne, ist zu kurz. Ich brauche den längeren davon. Ist das der längere? Ja, dann nehmen wir den. So. Ich glaube, der gehört dann dazwischen, ne? Ja, der gehört dazwischen. So. Ja, das sieht doch gut aus. Oder? Einen muss er überstehen. Ja, das passt. So. Okay, der sitzt. Befestigt werden. Ach, das soll da genau in die Lücke rein. Okay. Okay. Okay, passt. Noch nicht richtig angedrückt hier, wa? So, okay. Hm.
So, jetzt sitzt er richtig. Okay. Gut. Okay. Sehr cooles Lied. Ja, ich sage Lied und nicht Song. Ich bin halt alt. Irgendwo diese Ecken jetzt gehabt schon? Habt ihr auch irgendwo gehabt, ne? Diese Dreiecksfliesen. Da sind sie doch. Oh, jetzt wird interessant, jetzt formen wir wieder die Kotflügel. Oh, das stimmen wir mal ab. So, wir brauchen davon 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ah, das muss in einem Stück gebaut werden, okay. Das muss in einem Stück gebaut werden. Nehmen wir 2 davon. Für den. Ja. Okay, da ist er. Liegt nämlich da nur so auf. Das ist, ja, habe ich auch so noch nie gesehen. So, 4 Stück brauche ich.
So, und jetzt wird das hier verbunden. Muss man jetzt nur aufpassen, dass ich den Slope da nicht rausdrücke. So. Gut. Oh, das wird ernsthaft stabil, mein lieber Scholli. Also, es ist schon ziemlich fest hier, ne? Och, Alter, ernsthaft? Okay. Gut. Ja, dann wissen wir jetzt Bescheid, was jetzt kommt. Jetzt müssen wir ein bisschen... Jetzt, ich zeig das mal eben am kleinen Detail. Jetzt müssen wir quasi diese anderen Baurichtungsumkehrer, diese hier, die mit dem Sockel, die müssen wir jetzt hier drauf pressen. So auf die Steine. Und das machen wir auch mit die großen hier. Deswegen brauchen wir 12. Warum 12 eigentlich? Ah ja, stimmt, da steht noch rechts und links einer über. Okay. Also 2 mal 4 sind 8, plus 2 sind 10 und jeweils einer rechts und links außen. So. Ah, der funktioniert natürlich nicht. So, 2 Stück brauche ich noch. Okay. So, jetzt werden die nämlich hier so eingesetzt. Mal gucken, ob die auch dann passen. Schöne Batterie, dann kann man da nämlich gleich Verkleidung dran machen. In dem Fall rote Verkleidung. Vielmehr das Rücklicht. Einen brauche ich noch. Nein, ich habe einen falsch gesetzt. Scheiße. Der kommt nämlich dahin. Da kommt nämlich der Weiße drauf. Ne? Sieht doch ordentlich aus. Ah, und darauf ein Stückchen Tee. Prost.
Okay. So, jetzt brauchen wir diese. Warte mal, du kommst erstmal da drauf. Und du kommst da drauf. So, und jetzt brauchen wir diese Paneele. Diese Brackets oder wie die sich schimpfen. Frage ist, wo haben wir die denn mal gesehen? Ich meine, die habe ich heute noch überhaupt noch nicht gesehen hier drin. Da haben wir eins. Das können wir schon mal einsetzen hier. So. Da ist der zweite. Okay. So, sitzt. Sitzt das Teilchen, okay. Was ist denn das? Ah, da hat sich ein Teil dran gestupselt. So. Oh, hat was abgeruppt. Thank you.
Den hier habe ich falsch gesetzt. So. Na komm. So, jetzt brauche ich wie viel davon? 5 Stück, ne? Ach, Herrschaftszeiten. Wenn mir mal was runterplumpst. Na 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 na. So, das hätten wir. Dann, oh, jetzt kommen die in 10. So. Weil früher war ja der Trans Am war ja tatsächlich mit Velour und so ausgekleidet. Guckt euch den Knight Rider an. Alles in diesem beigen Velour-Ton. Velour-Leder. Sehr armungsaktiv natürlich. Das war damals eine sehr angesagte Farbe. Aber generell das Material, alles in Velour-Leder. Ah, da kommt noch mehr. Jetzt kommt wieder was Abgefahrenes. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt brauche ich den und ich brauche noch mal einen Brick, einen 1x2 Brick mit Löchern drin. Da. Und zwar wird er jetzt hier so aufgesetzt. So. Na. Der wird jetzt hier reingesetzt. So. Wo ist der Schneemann? Der fehlt natürlich noch. Weil Bandit hat ja seinen Kumpel dabei gehabt, den Schneemann, der immer den Dings gefahren hat. Den, wartet mal. Hab ich da was vergessen, der den LKW gefahren hat? Ah, okay, das ist von hinten. Okay. Weil die eine Noppe hier, die sah aus, als wenn da noch ein einzelner Brick stehen müsste, aber tut es nicht. Eine einzelne Plate. So.
Das kommt da drauf. Gut. Ah, jetzt kommen die ganzen eckigen. Wie viel brauche ich davon? Machen wir erstmal die Slopes hier drauf. Ach shit, jetzt habe ich auch was abgerupft hier wieder. So, da brauche ich jetzt 10 Stück von, okay. Hier versteckt sich auch ein Teil. Wenn sich die auf einmal ineinander popeln und man sucht es nachher. So. So, da ist er. So, der Wagen nimmt langsam Struktur an. Hätte ich gesorgt. Fünf Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich gucke natürlich gucken, dass sie alle in der richtigen Höhe drauf sitzen. In der gleichen Höhe vor allen Dingen. So. Weil sonst haben wir wieder diesen Schattenwurf über die Spalte. Das sieht dann unsauber aus. So. Aber so sieht doch klasse aus. Wartet mal. Mal kurz die Endtöpfe ein bisschen ausrichten. So, schaut nur Jan. Sieht doch klasse aus. Ja, der Wagen bietet sich für den Maßstab natürlich an, weil er halt doch schon noch relativ kantig war. Relativ, ne? Er war ja, ein modernes Sportcoupé, ne? Oder ein Sport-T-Top, ne? Wie sich das nennt, ne? Wenn man nur die einzelnen Dachelemente rausnehmen kann. Aber er war trotz alledem noch recht kantig, ne? Und da bietet sich das an. Ansonsten muss man tatsächlich, wenn man rundere Formen herstellen möchte, muss man halt in einen größeren Maßstab gehen. Sonst funktioniert das nicht. So, was haben wir jetzt hier? Ach, da gehören die hin. Okay, dann machen wir erstmal die Gitter hier. Wo sind sie? Die Käsereiben. Sechs. Sieben.
8. Da fällt mir ein, man könnte mal wieder eine Watchparty machen. Mal schön entspannt irgendwie eine Serie oder so gucken. Oh, das sieht schon cool aus. Guckt euch mal das Heck an hier mit den, da hier mit den Dings drauf. Mit denen hier. Oh, das sieht ja cool aus, oder? So, dann brauchen wir jetzt noch für die Abrisskante, was ist das hier? Auch 6 Stück. So. Na, hier so die leichte Lippe hier, damit er noch ein bisschen mehr Anpressdruck kriegt. Ja, der war natürlich, der Wagen, der hatte für die damaligen Verhältnisse natürlich sehr viel Power, ne? Hecktriebler, immer schön am Ausbrechen gewesen, also schon sehr ordentlich. So, jetzt geht's hier vorne weiter. Was machen wir da jetzt Schönes? Ja, was machen wir denn hier? Ach, da gehörst du hin. Ach, das sind die Gaspedale. Gas und Bremse. Das hier. Das ist Gas und Bremse. Okay. Ich mir gar nicht... Oh, okay. Wie cool. Sowas mag ich ja, wenn man dann sowas entdeckt. So, oh, das wird das. Wie cool. Wow, nein, ich habe was abgerissen. Ich bin ein Tollpatsch. So, kommst du. Dana. Wo ist es denn da? Jut. Das muss da drüber, okay. Brauchen wir jetzt wieder diese 2x2 Brackets. Wo sind die? Da. Ja, diese Brackets brauchst du natürlich immer, um außen noch irgendwelche Paneele oder Verkleidungsteile anzubringen, ne? Dies ist schon klar. Hält doch gar nicht. Warte mal. Liegt das dann nur so drin? Wie wird es denn als nächstes festgemacht? Entschuldigung. Ah, da wird noch was drüber getan. Okay, dann wird das nur da reingelegt. So. Und dann kommt da noch so ein Vierer-Plate drüber. So. Und damit ist es fest. Okay.
wollte gerade sagen, sonst hält das doch gar nicht. Okay, dann kommen da jetzt die Verkleidungsteile drauf, die Paneele hier, die Slopes. Ich sag's ja. So, das sitzt. Sehr schön. Confusion. Okay, jetzt wird das hier weiter verstrebt. So, und jetzt. Brauchen wir hier vorne ein bisschen Motor. Revolution. Da ist einer. Den brauchen wir. Und dann brauchen wir einen Jumper. Da haben wir ihn. Sapperlot geht doch drauf da. So. Sag jetzt bauen wir einen schönen kleinen Motor. So. Oh, was ist denn da jetzt abgefallen? Das, was ich losgedrückt habe. So. Ich brauche noch so einen Wasserhahn. Da haben wir ihn. Okay. Mm-hmm.
dicken Finger nicht rein. Machen wir es so. Dann sitzt er. Okay. Was brauche ich jetzt? Die habe ich. Jetzt brauche ich die 2x3 Bricks. Wo sind die? Da haben wir einen. Wo ist der zweite? Dahinter. So, der sitzt. Ah, jetzt müssen wir hier Paneele bauen. Bauen wir Paneele. 4 Stück. Ja. Alter, was wird das? Eine Tür wird das. Okay. Ja, ne? 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, ich brauche eine 8er Plate. So. Dann brauche ich noch einen einzelnen, den haben wir hier. Und nochmal so einen hier. Okay. Hallo Kavi! Ja, moinsen! Was verschlägt dich zu so einer frühen Stunde denn hier auf die dunkle Seite? Also die Klemmkraft, sage ich ganz ehrlich, von Blue Bricks wird immer besser. So, dann brauche ich das hier. So, und ich brauche noch so ein, wie heißt das, so ein Teil über Eck. Ich zeig dir mal das schicke Auto. Ist doch nett, ne? Wenn ich nicht gleich wieder alle Deko-Teile abreißen würde. Kenn mich doch. So. Was war ich gerade? Ach ja, ich brauche noch so eine Plate über Eck. Wo haben wir sowas denn? Wir hatten sowas doch hier irgendwo. Ich meine, viel ist es ja nicht mehr. Mein Freund hat Urlaub, da darf man dann auch mal länger im Bettchen liegen. Ja, das ist vernünftig. Aber nicht überanstrengen. Ganz wichtig, nicht überanstrengen. Erstmal locker angehen lassen. So. Das kommt da rein. Kommst du hier vorne drauf? Genau. Dies. Und noch ein Scharnier da drauf. Okay. Oh, geht drauf da. So. Jetzt haben wir's. Oh, jetzt sind die Scharniere ein bisschen stärker. Okay. Na, das sitzt ja noch gar nicht richtig. Wie kann das sein? Jetzt. Jetzt passt. Wo ist denn das Teil da hin? Genau, der Türgriff. Der gehört da drauf. Ist das ein Viererbrick? Ah, das ist so einer.
Und was macht ihr Schönes am Wochenende? Wenn es denn soweit ist. Ich meine, wenn Urlaub ist, ist es natürlich gut. Aber was macht ihr denn so? Was machst du denn so am Wochenende? Muss ich noch so ein Scharnier machen? Oder was habt ihr Gemeinsames vor? Vielmehr. Oh Gott. Geh doch drauf da. Boah. Zappalott. Mehr Kalzium für starke Fingernägel. Brauche ich. So. Das ist wieder eine Corner. Es wird viel mit diesen Corners gearbeitet diesmal. So. Die Tür. Dann eine Viererplate. Eine Dreierplate. Wo ist die Dreierplate da? So, und dann kommen da drauf wieder die Slopes. Wenn ich sie finde. Da sind sie. Der will nur auf dem Sofa rumliegen. Kann mein Freund leider zu nichts bewegen. Der ist komplett überarbeitet. Alter, okay. Ja, das ist scheiße. Das ist mies, überarbeitet zu sein. Aber auch schlimm ist, wenn man gar nichts zu tun hat. Aber auf dem Sofa rumliegen, da kann man ja auch was tun. Da kann man ja zum Beispiel mal lang ersehnte Serien mal aufarbeiten, die man schon ewig sehen wollte, aber nie getan hat. Wir haben gestern Abend angefangen, die zweite Staffel von Batwoman zu gucken. Mussten dann voller Erschrecken feststellen, dass sie die Hauptdarstellerin ausgetauscht haben. Aber es war trotzdem lustig. Weil sie ein neues, weil sie mehr Humor reingebracht hat. Tut mir voll leid. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Grund, warum ich auch gesagt habe, ich möchte Teilzeit machen. Das wurde mir auch alles so ein bisschen viel. Und deswegen habe ich jetzt einen Tag weniger die Woche, wo ich arbeite. Dann kann ich hier so ein bisschen schön mich entspannen. Kann dann über Tag noch ein bisschen was für mich tun. Das heißt, vielleicht ein bisschen Haushalt machen oder mich ein bisschen weiterbilden in BWL oder sowas, Buchhaltung, ne, wegen Selbstständigkeit und so. Ne? Und ja, abends dann wieder ein bisschen daddeln. Nur das kann man ja machen. Aber ich glaube, wichtig ist, auch wenn man überarbeitet ist, dass man nicht in dieses Loch reinfällt, ne? Sondern tatsächlich guckt, dass man ein bisschen was macht, ne? Aber dann was macht, was einem gut tut, ne? Und wenn es nur ein netter Spaziergang ist oder so. Oh, da muss ich jetzt so ein Ding drunter setzen. Okay, wo ist das? So eine komische Bratpfanne oder wie sich das schimpft hier. Sowas hier. Ah, das ist der Außenspiegel dann. So, der wird dann darunter gemacht. So, dann haben wir hier einen schicken kleinen Außenspiegel. Cool. Gefällt mir. So, ein bisschen gerade machen. Ja, so ist. Also ist cool. Oder? Ah, noch ein bisschen. Bisschen angleichen.
Oder mit Bausteinen anfangen. Auch sehr entspannend, kann ich nur empfehlen. Ah, die Tür ist jetzt fertig. Okay, jetzt machen wir die andere Tür. Genau. Jetzt machen wir die andere Tür. Bausteine, sehr entspannend. Und es gibt ja auch schöne Bausteinsets für zwei. Das heißt, man kann die auch zusammenbauen. Gerade wenn man so wie hier die Anleitung per PDF hat. Das geht wunderbar. Man macht was mit den Händen, freut sich nachher, wenn man was Schönes geschaffen hat. Und dabei können die Gedanken ein wenig abschalten. So, dann brauche ich wieder eine Viererplate und eine... Nee, was brauche ich denn da? Eine Sechser sogar. Nehmen wir die. Und da kommt eine Dreierplate drüber. Genau. Und das Schöne ist, es gibt ja sozusagen für jedes Thema, was man haben möchte, gibt es ja solche Bausteinsets. Ne? Sei es für Star Wars, Star Trek, Militär, wenn man Militär mag, Schiffe gibt es, Flugzeuge, es gibt ja alles, ne? Gebäude, also Architektur. Da hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, man freut sich nachher, wenn man was Schönes gebaut hat. Dann stellt man sich's ins Regal und dann guckt man sich's an und denkt sich, ja, das war eine schöne Zeit. So. Okay. Das passt auch. Bäh. Da wieder alles hier vertüdelt. So, da müssen wir hin. So, jetzt brauche ich wieder so eine komische. Diese Dinger über Eck, die finde ich nie so schlecht. Ich bin einfach schlecht. So. Sammle ich auch schon direkt die Teile für alle Scharniere zusammen. Schon mal zusammen hier. Eins. So, die können wir schon mal übereinander setzen hier. So. Okay, du gehörst dann daher, so, und dann so, Türscharnier, gut, vor allen Dingen, man arbeitet sich dann hier Teil für Teil durch. Und ja, man hat ja keine Hektik. Und wenn man es dann nicht fertig bekommt, dann macht man das nächste Mal fertig, ne? Das ist halt so. Gut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade auch wenn man beruflich sehr stark angespannt ist, dass man sich einfach regelmäßig abschaltet, ne? Also nicht sich selber, sondern halt, ne? Den Kopf.
Boah. Jetzt ist er fest, okay. Haben wir noch so eine Corner irgendwo rumliegen? Rumzuliegen? Haben wir sowas rumzuliegen? Ja. So, damit hätten wir die Tür dann auch gleich. So, okay. Das sitzt. Natürlich falsch, weil ich noch die Plates drunter vergessen habe. Ich bin ja so ein Depp. Hoppla. Ist da was reingefallen? Nö. So, der sitzt drin. Dann brauche ich jetzt so eine Roundfliese in Schwarz. Da. Und einen Telefonhörer. Ich sag ja, das sieht aus wie ein Telefonhörer, oder? Die Älteren werden sich erinnern. So, okay. Ich trinke nochmal was. Prost! Kann man eigentlich so hinstellen, ne? Damit man das auch sieht. Okay, jetzt brauchen wir wieder einen Spiegel. Da aufsetzen, zack, und schon haben wir einen Spiegel. Okay, setzen wir die Türen mal ein. Gut. Hier gucken. Okay, der ist auch fest. Ah, jetzt kommt das hier. Jetzt wird das hier oben noch verstrebt. So. So. Ach, guck mal, wenn wir sogar mit dem Teil hier fertig, ist das toll. Ja. 1969.
Oh je, die Türen schließen ganz ordentlich. Die sind auch robust gebaut, auf jeden Fall. So. Come on, come on, come on. Ach, so wird das gemacht. Okay. Nehmen wir den noch eben. Jetzt kommt nämlich das Lenkrad schon dran. Da habe ich das Teil auch schon gesehen. Da ist das Lenkrad. Dann brauche ich dieses Kugelgelenk. Wo ist das? Da. Da ist er. So. Und dann kommt das nämlich. Oh nein. Höhenverstellbar, selbstverständlich. So. Aha. Ja, sehr gut. Okay. Da müssen jetzt 4 Stück drauf. So, das sind die Armaturen. Ja, guck mal da, schönes Cockpit, oder? Sehr gut, ne? Auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir den hier. Klar, dass bei Autos natürlich viele von diesen Slopes verbaut werden, weil die natürlich schön abflachend sind. So. Cockpit ist auch soweit dann gleich fertig. Okay, jetzt wird es natürlich tricky. Oh, schon wieder dieses Deko. Ich reiß dauernd dieses Deko-Element ab hier. Sauerei. So. Was brauche ich jetzt? Jetzt muss ich 4-mal diese Kirchenbänke verbauen. Okay. Kommt dann nachher die Windschutzscheibe wahrscheinlich drauf. So.
Da kommst du drauf. Du kommst da drauf. Wo kommt denn überall ein Einser hin? Drei Stück. So, und der dritte kommt wahrscheinlich dann hier am Rand. Okay. Okay, super. Jetzt wird hier noch ein bisschen weiter verstrebt. Dass auch alles auf einer vernünftigen Höhe ist. Das haben wir. Jetzt kommt. Noch, haben wir noch was vergessen? Oh, wir haben noch was vergessen. Wir haben noch was vergessen. Den sehe ich nicht, dass er da hinkommt, aber ich denke mal. Okay. Es wird noch ein bisschen Motor in Reihen jetzt noch gebaut. Den Roundbrick, den haben wir doch hier. Wieder so eine kleine Bratpfanne. Brauche ich den. Fast weggeflutscht. Aber trink mal Wasser, ne? Prost. Ach, da ist er. Nein, fast übersehen. So, du kommst so da rein. Nee. Ach, der gehört da gar nicht rein. Mist. Scheiße. Der war falsch. Der war sowas von eklatant falsch. Der war so falsch, dass er nie richtig sein könnte.
Gut. Den Spiegel wieder verdüdelt. So. Und ich brauche da nochmal so ein 1x1 Plate. Okay. Sehr schön. So, das ist alles drin. Ja. Okay. Also das ist echt eine beschissene Dekoration. Und zwar hier. Dieses Eckelement hier, das ist so beschissen, das geht sofort ab. Das hängt nur an anderthalb Noppen. Oh. Okay. Fangen wir an. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen da noch was tun. So, wie kommst du denn da dran? So. Da schon wieder. Habe ich schon wieder einen in der Hand. Ich glaube, die lasse ich ab. Komm, die lasse ich ab. Scheiß drauf. Auto sieht auch so gut aus, sonst mache ich da nachher noch eine glatte Fliese drauf oder so. Das wird mir ja noch 20 Mal abrauschen. So. Gut, was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich noch diese 1x1 Plates. So, sitzt das jetzt alles? Habe ich alles gesetzt? Jo, habe ich alles gesetzt. Nächster Schritt. Mm-mm-mm-mm-mm.
Wo ist meine weiße Fliese? Da, mein Kennzeichen. So. Da. So, dann brauche ich noch das. Das hängt, muss ich jetzt aufpassen, das hängt auch nur an einer Noppe. Ach, jetzt geht das natürlich nicht. Muss ich wieder abmachen. Besser so. Ach, die habe ich da ja schon dran. So, jetzt geht's los. Ah, gleich kommt mein Frauchen von der Arbeit. So, sehr schön. Oh Gott, das muss ich jetzt auch wieder zusammenstecken. Ach, da denkt man sich, man steckt einfach nur ein paar Teile aneinander. Nö. Wieso denn auch? So. Ach, falsche Maus. Ich zeige euch nochmal eben das Auto. Also bis jetzt sieht es von vorne so aus. Na, hier fängt dann an, jetzt sieht man so langsam so, wie der Motor sich bildet. Die Seite ist fertig, das Heck ist soweit fertig. Jetzt fehlen nur noch die Scheiben und der T-Bar obendrauf. Das T-Top. So, das ist auch soweit fertig. Dann gehen wir nochmal eine Etage weiter. Gehen wir dahin. Nehmen wir die beiden hier. Na. Ich bringe ganz gerne so die Teile an. Mit einer Seite halte ich das Modell, mit der anderen drücke ich das vernünftig fest. Weil, ich weiß auch nicht, ich finde es halt komfortabel so. Auch wenn da manchmal was abbricht, weil ich zu viel Druck ausübe. Aber so ist das halt, wenn man ein kräftiges Kerlchen ist. Und man das hier so konstruiert, dass es nur an zwei, drei Noppen hängt. Oh, Leute, bleibt doch dran da. Jetzt muss ich es doch abstellen. Ach, ist es ein Leid, du. Ich sag's euch.
Aber ich sag's euch, das Auto fühlt sich wirklich sehr stabil an. Das sind jetzt tatsächlich innerhalb der Konstruktion verschiedenste Elemente, die nicht ganz so fest sind, weil sie dann meistens nur erstmal provisorisch festgemacht werden. Hinterher kommt eine Schicht Plates oder sowas drüber und dann hält das auch. Ne? So, das passt nicht. So, und wie gesagt, heute ab 19 Uhr spielen wir, denke ich mal, God of War fertig. Und Montag haben wir dann wieder unseren Assassin's Creed Unity. Und am Mittwoch machen wir nochmal Deathloop. Auf jeden Fall. Und dann müssen wir noch irgendwie Kena unterbringen. Ich denke mal, Kena spielen wir dann nächste Woche Freitagabend. Ja. So, boah, wieder diese Steinchen hier. Da machen wir natürlich auch wieder einen Slope drauf. Wo ist denn der Stein? Da fehlt mir noch ein Steinchen. Fehlt ein schwarzer Brick Modified, wo ich dann vorne diesen Slope anbringen kann. Wo ist der? Habe ich mich irgendwo verbaut? Habe ich irgendwo einen falschen verbaut? Den Stein. Habe ich mich da verbaut? Ernsthaft? So, 136 sind wir. Den habe ich doch da verbaut, ne? Oder habe ich einen normalen verbaut? Das ist soweit in Ordnung. Lass mal sehen. Ja, wahrscheinlich habe ich vielleicht irgendwo einen Modified verbaut, wo ein normaler verbaut werden musste. Guck mal gerade durch. Wo ist der normale? Ich suche einen normalen.
Normalo, normalo, normalo. Wo bist du? Alter, so tief rein? Was ist denn da los? Soweit, ich habe mich doch nicht verbaut. Das glaube ich nicht. Muss gucken, wo muss ich einen normalen setzen? Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Wo wird ein normaler gesetzt? Ein normaler 1x2. Lass mal gucken. Also bis jetzt gar nicht. Oh ne, jetzt bitte nicht hier irgendwo ganz weit unten oder so. Da wird er verbaut. Ne, da ist ein... Scheiße. Scheiße. Ja, Herrschaftszeiten, geht auch rein da. Wo ist jetzt meine Verkleidung hier? So, der ist in Ordnung. Warte mal, brauch mal ganz kurz eine Taschenlampe. Das sieht auch noch in Ordnung aus. Haben wir sonst noch irgendwo einen Brick? 1x2 normal? Wo ich eventuell... Nee. Da vielleicht? Ja, die hätten ja sein müssen, sonst geht das ja nicht auf hier. Jetzt hätte der ja nicht gehalten. Da fehlt so ein Stein. Ja, fehlt ein Stein. Es fehlt ein Stein. 136 waren wir, ne, Leute? Bauer Hans TV, Mahlzeit, wie geht's? Lang nichts von dir gehört. Wie ist die Lage? So, da fehlt mir tatsächlich ein Steinchen. Was soll denn das? Wofür brauche ich den denn? Na, für den Kotflügel. Ja, fehlt der Stein. Okay, was machen wir? Sollen wir ihn erstmal weglassen? Nutzt ja nichts. Wir lassen ihn erstmal weg. Weil ich wüsste nicht, dass ich irgendwo so einen Stein noch habe. Ansonsten muss ich mal in meiner Grabbelkiste gucken, ob ich noch irgendwo so ein Steinchen rumliegen habe. So. Wie kommt das denn jetzt da dran? Warte mal. Hab ich da was falsch gemacht? Ach, da gehört das drauf. Okay, das sieht halt nur von der Perspektive aus. Ja, mir geht's super. Ich habe jetzt seit diesem Monat, habe ich freitags immer frei, weil ich mir überlegt habe, und habe es mir mal ausgerechnet, ob ich mir erlauben könnte, in Teilzeit zu gehen. Einfach so.
Und der Arbeitgeber ist ja dazu verpflichtet, ab einer gewissen Mitarbeitergröße dem auch nachzukommen. Da kann er sich gar nicht gegen wehren. Und ja, jetzt mache ich freitags immer frei. Streame dafür ganz entspannt freitags morgens. Dann natürlich freitags abends. Tagsüber mache ich ein bisschen was für mich oder für meine geplante Selbstständigkeit. Irgendwie sowas. Und oh, habe ich was abgerissen jetzt hier? Scheiße. Und sonntags fällt dafür der Stream aus, damit ich einfach auch mal wieder Wochenende habe mit meiner Frau. So. Das ist erledigt. Dann brauche ich da wieder diese Corners. Moment. Wie kommt der denn da dran? So, ne? So kommt der da dran. So. Auf der anderen Seite natürlich auch. So, Dreier. Dreier Plates. Wo sind sie? Wer hat sie gesehen? Ich habe sie gesehen. So. Da ist noch eine. Gut, dann hätten wir den soweit jetzt auch. Was wird das denn? Ach, das wird wahrscheinlich jetzt so ein Motorteil. Okay, ich habe den Stein doch schon irgendwo gehabt da. So, dann brauche ich jetzt erstmal einen normalen Technikpin. Den habe ich selbstverständlich hier. Stellen wir das Auto mal darüber. Normaler Technikpin, dann habe ich irgendwo noch so ein Rohr. Rohr. Ein Rohr. So. Und die normale Kreuzachse. So. Ah. Müssen wir mal genau andersrum machen. So. Dann so ein. Einmal zwei Plate. Oh. Und so ein Art Barren. So. Ist drauf. Okay. Gut. Bläh. Also alles, was nur an einer Noppe hängt, sollte verboten werden. So wegen Arbeitsschutz und so, damit es nicht auseinanderfällt. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen wieder so einen Technikpin. Das ist ein normaler Technikpin, okay. Da kommt dann diese Rolle hier drauf. Ah, ich muss das Rad aufschieben. Warte mal. Habe ich noch so ein Rädchen irgendwo? So. Also, da haben wir es doch. Und da kommt noch so ein... So eine Roundfliese drauf. Okay. Mit den Perspektiven muss man bei Bluebricks auch, wie bei allen Herstellern, ein bisschen aufpassen. Lego macht das in der Richtung tatsächlich mit am besten, aber man muss halt ein bisschen gucken, dann geht das schon. So, dann brauchen wir jetzt die Trans Blue. Brauchen wir Trans Blue? Ich glaube, wir brauchen Trans Blue, zwei Stück. Und dann hauen wir da nochmal hier Trans Clear drauf und einen Barren. Brauchen wir denn einen Barren? Weil das sieht doch aus wie ein Barren, oder? Warte mal. Okay, dann kommt das da drüber. Ist das mein Ausgleichsbehälter, mein Wasserbehälter, mein Kühlwasserbehälter? Oh, ich habe noch was vergessen. Und zwar muss da noch ein grauer Eimer 2 drunter.
Aber viele Teile haben wir nicht mehr. Wir machen es fertig, auf jeden Fall. So, dann brauche ich noch so ein... Genau. So. So. Und dann wird der da eingesetzt. Und darauf trinken wir nochmal was. Zum Wohl. Brauche ich 2 3er Plates. Ich gucke gleich mal bei mir in meine Grabbelkiste, ob ich noch irgendwie so ein Brick noch habe. Weil der ist tatsächlich nicht dabei. Der ist tatsächlich nicht dabei. So. 1, 2, 3, 4. Weil ich möchte natürlich jetzt auch nicht deswegen irgendwie bei jemandem Alarm schlagen, dass er mir nochmal so ein Teil schickt. So. Das brauche ich. Ich höre gerade, glaube, dass meine Frau gerade nach Hause kommt. So. So, wie müssen die ausgerichtet werden mit den Profilen nach vorn, von oben nach unten, ne? So. Okay. Okay. Der wird so gemacht. So. Ach, jetzt kommen die Scheinwerfer dran. Okay. Und hier brauche ich jetzt noch so ein Gitter. So, guck mal hier. Da sieht man jetzt schon die Scheinwerfer und die schöne Stupsnase. Perfekt. Okay, diese Dreiecke lasse ich natürlich weg. Da haben wir festgestellt, das taugt einfach nichts, das Zeug. Dann sieht man halt die Dings, dann sieht man halt die Noppe. Das ist mir dann jetzt gerade egal.
brauche ich zwei Corners, ne? Gut. Weiter, was haben wir jetzt noch? Dreierplates. Nur noch ein 1x2 Normalbrick. Ich guck mal gerade 156, ob wir den noch brauchen. Den normalen Brick. Brauchen wir den noch für irgendwas? In schwarz, dann setzen wir den da dran. Dann ist es halt so. Dann fehlt halt an einer Stelle was. So. Ja, wir brauchen ihn anscheinend nicht. Ja, dann war der halt, dann war einer, dann haben sie einen falschen reingelegt. Okay. Dann haben sie einen falschen reingelegt, dann legen wir den jetzt da rein. So, zack. Ende Mickey Maus. So. Jetzt kommen wieder die Kotflügel. Da ist der vierte. So. Zwei Vierer. Eins, zwei Vierer. So, jetzt sieht die Schnauze auch schon langsam richtig aggressiv aus. Ah, sehr gut, so muss es sein. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Vierer.
Ah, okay. Okay, jetzt wird schon die Motorhaube gebaut. Was vergessen? Oder gibt es die in unterschiedlichen Längen? Ne, in 4 Stück. Ah, dann ist es gleich. Schon wieder was weggeschmissen hier. So, dann ist der jetzt auch da drin. Ach, diese Deko-Teile, ne? Also alles, was an einer Noppe hängt, sollte verboten werden. So, der sitzt. Jetzt bauen wir noch ganz geschwind einen Motor. So viele Teile sind es ja nicht mehr. Okay. Ganz schnell einen Motor bauen. So, die kommen jetzt da dran. 1, 2. Na, gehst du richtig da drauf. So. Du hier.
gleich Mittag. Gleich machen wir Mittag. Wo ist es denn? Da. Kruzifix, geh doch rein da. Einmal den drunter setzen. So. Und dann kommen die da drauf. Ah, dafür brauche ich die jetzt, okay. So. Noch eine runde Ecke da. So, dann brauche ich den. Eine Noppe. Da ist eine Noppe. Wie wird das denn jetzt befestigt? Das muss wahrscheinlich da durch. Genau, und dann wird das hier so einfach eingedrückt. Ja, sehr schön. Das Triebwerk. Und damit haben wir einen Motor. Und der wird jetzt hier einfach eingesetzt. Passt perfekt. Fast so, als wenn das einer geplant hätte. So, was kommen wir jetzt? Jetzt machen wir schnell das noch. Wo ist er denn? Bauen wir nämlich die Motorhaube. Okay. Jetzt machen wir das ganze Spielchen nochmal und damit vergrößern wir das. Mist, das wollte ich so nicht. So wollte ich das, genau. Und das da drauf, wieder nur auf einer Noppe, okay. Da wird jetzt noch ein bisschen verstrebt.
Okay. Zwei davon. Wo kommst du hin? Da nicht. Da musst du hin. Gut, damit ist die Motorhaube auch fertig. Und sie schließt bündig ab. Ein Traum. Gut. Jetzt kommt die Scheibe. Sieht aus wie die Heckscheibe. Jep, ist die Heckscheibe. Das wird hier einfach eingeklippt. Frontscheibe bekommt hier oben zwei so Plate Modified spendiert. So. Wird die einfach nur hier reingelegt? Anscheinend. Wird die nachher mit dem T-Bar wird die fixiert? Kann das sein? So. Okay. Ja, dann wird das wahrscheinlich über den T-Bar wird das dann gearretiert. Kann ich mir gut vorstellen. So, wo ist denn der zweite? Diesen großen Stein, der schon seit Ewigkeiten über ist, da. Und diesen großen Slope hier. So, dann kommt da dieser Verbinder drauf. Genau. Dann wird also die Scheibe sozusagen da eingeklipst. Eingelegt und dann ja, das ist ja clever. Ich meine, hier am T-Bar sollte man ihn dann nicht hochnehmen, weil das ist nicht fest. Aber so steht's erstmal, ne? Sehr cool. So. Dann nehmen wir den. Die Käsereibe. Der Stein. Ja gut, jetzt wird natürlich so das hier so verbunden. Dann kommt da der hier der Dreier drüber. Der da drunter. Und dann kann man die natürlich so da anbringen. Und ich wette, ich muss den nochmal bauen für die andere Seite.
Okay. Dann kommt da jetzt noch so einer drunter. Sehr schön. Ja. So, fertig. Den haben wir jetzt auch für die andere Seite, ist klar. So, jetzt kommt noch die A-Säule. Das ist immer so ein bisschen Gefummel. Aber es sollte auch gehen. So. Oh. A-Säule hat keine stützende Funktion bei den Sets. Meistens ist es einfach nur aufgelegt, angedeutet. So, den haben wir auch schon fertig. Jetzt kommen die Reifen. Krabbenkrieger, moin, ohne Dach sieht es ein bisschen aus wie ein Ferrari aus Miami Vice. Das ist tatsächlich der, dieser T-Bar. Das ist bei dem, das war damals bei den Trans Ams auch so. Das heißt, du konntest die Dachelemente so rausnehmen. Ansonsten, wie geht's dir? Die wichtigste Frage. Oh, so. Aber Miami Vice habe ich auch mal angefangen zu gucken. Die alte Sendung, die müsste ich mal, müsste ich nochmal gucken. Nochmal weiter gucken. So. Na los, geh rein da. Oh. Mir ist jetzt gerade auch so richtig schön warm. Heute Morgen habe ich gefroren. Oh ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ja meinen Freitag. Ne, also wirklich Freitag. Ja. Wie es einem da so geht. Und man baut was Nettes, ne? Nachher mache ich ein bisschen Haushalt. Dass wir Wochenende frei haben. Oh, ich rieche, meine Frau ist am Kochen. Sehr gut, gibt gleich was zu essen. Und dann werde ich nachher noch ein bisschen sporten. Und heute Abend spielen wir God of War fertig. Weil ich habe ja diese Woche mit Deathloop angefangen. Ein geiles Spiel. Und nächste Woche kommt ja schon Kena raus, Bridge of Spirits. Da bin ich auch tierisch gespannt drauf. Und ja, es ist etwas in Bewegung. Ah, und am Sonntag. Kleiner, weiß nicht, ob du das weißt. Weiß nicht, ob du das weißt, sagt man das so. Am Sonntag bauen meine Frau und ich zusammen auf ihrem Channel, auf Squashfili, dem Channel, bauen wir meinen zusätzlichen Streaming-PC. Da haben wir jetzt endlich alle Teile zusammen, inklusive BIOS-Update und allem Schnick und Schnack. So. Sieht doch super aus. Okay. Jetzt. Oh, rollt auch gut. Perfekt. So, jetzt machen wir noch ganz schnell hier die T-Bars, also die Dächer fertig. So. Ja, ja. Und wir machen was ganz Ausgefallenes mit dem Computer. Wir verbauen den Computer ohne Grafikkarte. Wir verbauen keine Grafikkarte. Weil, wozu? Brauchen wir nicht. Hm.
Den müssen wir selbstverständlich nochmal verbauen, so. Machen wir genau spiegelverkehrt. Na komm her. Ach, geht doch schon drauf da. So motorisch unfähig kann ich doch gar nicht sein. So. Gut, guck mal hier. Dann haben wir uns unser Mittagessen ja auch verdient. Wir haben ein Auto gebaut. So. Da rein. Da muss jetzt noch was drunter. Da kommen jetzt noch so Verbinder drunter. Genau. Das heißt, so machen wir das. Kommen die da noch so bei. So. Und damit es einheitlich ist, drehen wir das ganze Ding hier nochmal um. So. Den haben wir jetzt dann auch schon fertig. So, und das wird jetzt hier noch irgendwie eingesetzt. Ah, die T-Bars sind dafür da, damit sie nicht runterfallen. Also man kann theoretisch das ganze Dach hier so rausnehmen, weil es nur da hinten an zwei Noppen hängt. So. Wir haben sogar noch ein bisschen was über. Weiß gar nicht, warum wir so viel über haben. So, die Sache ist halt die, man kann, ich sehe mich mal gerade hier durch. Moment. Stopp. So. Man kann die Motorhaube nämlich so nicht öffnen. Das funktioniert nicht. Die schließt hier so plan ab, das kriegt man so gar nicht auf. Dafür haben die so ein Stäbchen hier beigepackt. Damit kann man dann von hier unten durchstöpseln und dann kann man die Motorhaube öffnen. Ne? Dafür ist es gedacht. So. Und ansonsten stelle fest, ich habe fertig. Ich zeige Ihnen nochmal vorhinter. Ne? Also, ist halt eine coole Form, ne? Ich mag ja so Trans Am, das ist ja auch so von Pontiac eine coole Reihe, eine coole Modellreihe, ne? Und gerade so die älteren Modelle finde ich davon ja sehr schnieke, ne? Oh, was habe ich denn da? Habe ich da noch was vergessen? Nee, warte mal. Oh, da habe ich wahrscheinlich noch was vergessen. Moment, gebt mir eine Chance. Bevor wir die Scheibe eingesetzt haben, habe ich da vorne noch irgendwas vergessen, so die Anschläge für die Scheibe, weil da sind mir zu viele Noppen zu sehen. Wartet mal ganz kurz. Och, ich bin so ein Depp. Ich bin mal sowas von ein Depp. Da sind Scharniere, wo die Scheibe arretiert. Das hat mich schon gewundert.
Ja, die A-Säule ist natürlich Mist, ne? Das ist klar. So. Na, also wenn man das mal so sieht hier, ne? Die A-Säule ist natürlich Mist. Aber ich mag den Wagen sehr. Ich finde ihn sehr cool. Jetzt sind hier natürlich noch vereinzelte Noppen. Ja, das liegt einfach daran. Manche Teile habe ich nie angebracht, weil sie sonst, ja, das sind sowas hier. Solche Teile hier, die reiße ich, die ruppe ich nur ab. Na, aber ich finde, er fährt gut. Es ist ein cooles Auto und ich mag den Film sehr gerne mit Burt Reynolds. Den würde ich mir auch nochmal, ich muss ihn mir nochmal angucken. Da gibt es ja 3 Teile von, ne? Guck mal, der sieht auch richtig giftig aus. So ein Auto hätte ich auch gerne, muss ich sagen, in echt. Finde ich schon sehr cool. Sehr gut. Schön. Dann hätten wir es ja für heute, heute Vormittag, ja geschafft. Sehr gut. Gut. Schön war's. Schön war's. Ich werde jetzt erstmal schön Mittag machen. Dann werde ich ein bisschen Haushalt machen, ein bisschen mit meiner Frau quatschen. Und dann heute Abend ab 19 Uhr machen wir mit God of War weiter und den machen wir fertig. Und dann gucken wir mal am Wochenende. Wäre schön, wenn ihr am Sonntag bei meiner Frau mit reinschaut. Da sind wir beide dann zu sehen, wenn wir zusammen den Rechner bauen. Wenn ihr technische Fragen habt, haut sie raus. Meine Frau beantwortet sie sehr gerne. Ich kann sie nicht beantworten. Ich würde es gerne. Ich habe da keine Ahnung von. So, wir suchen uns noch schnell einen schönen Raid. Warte mal, wir gehen mal wieder hier rüber. Hoppala, hoppala, hoppala. So, wir suchen uns noch schnell einen schönen Raid. Wen haben wir denn da noch? Lass mal sehen, lass mal sehen, lass mal sehen, lass mal sehen. Wie lange sind wir jetzt schon wieder dabei? Ah, 4 Stunden. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Haben wir noch irgendjemanden? Natürlich noch keiner von den üblichen Verdächtigen da. Dann suchen wir uns jetzt einfach mal einen raus. Wartet mal. So, haben wir vielleicht noch irgendeinen schicken, den wir nehmen können. Ja, alles nur Französisch, Englisch und... Na, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Und da, 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 da. Nichts, was gerade on ist. Wo sind wir denn da? Dann machen wir folgendes. Dann raiden wir jetzt gerade mal nicht. Dann machen wir es heute Abend wieder, wenn wieder ein paar mehr online sind. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganz schönen Tag noch. Wir sehen uns nachher wieder. Viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Bis nachher. Tschüssi.